Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal, wo es um Lightroom, Photoshop und Fotografie geht. Ja, und ich hoffe, ihr könnt eine Menge dabei lernen. Heute geht es mal in Lightroom darum, Presets anzulegen. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich damit schon etwas anfangen können, zumindest mit dem Griff. Es geht halt einfach darum, seinen Arbeitsablauf wesentlich zu vereinfachen, zu verschnellern und ja, viele Bilder auf einmal auch gezielt zu bearbeiten. Bevor wir damit aber anfangen, möchte ich euch ganz kurz noch darauf hinweisen, dass ihr die Möglichkeit habt, immer kostenlos die neuesten RAW-Dateien von mir zu bekommen, in Form eines Newsletters. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden, einfach auf die Seite hier gehen, den Link poste ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und dann kriegt ihr immer einen neuen Newsletter, wenn ein neues Tutorial rauskommt mit dem Hinweis, dass es da ist, mit dem Download-Link zu der RAW-Datei. Und ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch hier mit eurer E-Mail-Adresse anzumelden und dann kann es losgehen. Jetzt sind wir hier in Lightroom und ich möchte euch einfach mal zeigen, ja, wie ich so ein Preset anlegen kann und wie ich dann ganz einfach es auf andere Fotos anwenden kann. Ich werde jetzt hier also erstmal meine Standardbearbeitung wieder machen, indem ich jetzt hier mein Standard-Workflow in der RAW-Entwicklung durchführen werde. Wenn ihr meine alten Videos kennt, dann werdet ihr wissen, was jetzt kommt. Das heißt, ich werde hier wieder die Tiefen aufhellen, die Lichter etwas abdunkeln und ja, so ist das ganze Bild schon viel ausbalancierter und der Kontrast zwischen dunklen Tönen und hellen Tönen ist nicht mehr ganz so doof. Wenn ich jetzt hier das Histogramm aber angucke, dann sehe ich, dass das ganze Bild etwas unterbelichtet ist. Deswegen kann ich das hier noch so ein bisschen aufhellen. Sag mal so eine halbe Blende ungefähr. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann werde ich hier noch die Weißwerte etwas nach oben drehen, einfach um hier in dem rechten Bereich des Histogramms noch etwas mehr ja, Zeichnung reinzukriegen. Ihr könnt dabei auch übrigens die Alt-Taste drücken. Dann seht ihr auch, wo im Bild schon Bereiche komplett weiß sind, also ausgebrannt sind. Und ich denke mal, dass das hier schon so ganz ordentlich aussieht. Genau das gleiche können wir mit den Schwarzwerten machen, auch hier drücke ich die Alt-Taste und dann seht ihr, wo es schon Bereiche gibt, die anfangen komplett schwarz zu werden. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann werde ich auf jeden Fall den Kontrast insgesamt noch etwas im Bild erhöhen, ja, so auf ungefähr 20. Das gefällt mir schon ganz gut. Ich werde jetzt die Belichtung noch etwas weiter erhöhen. Ja, ich denke mal so auf plus 75. Das sieht ganz gut aus soweit. Dann werde ich die Klarheit etwas runtersetzen. Auch das kennt ihr von mir. Ich möchte diesem HDR-Look etwas entgegenwirken. Und ich stehe eher so auf den natürlichen Look, aber das ist immer Geschmackssache. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Mein persönlicher Geschmack ist es, die Klarheit eher etwas nach unten zu setzen. Die Dynamik setze ich etwas nach oben und die Sättigung etwas nach unten. Ja, wobei, so viel werde ich hier gar nicht machen. Jetzt werde ich mir mal den Weißabgleich angucken. Es ist ein schöner Sonnenuntergang hier gewesen. Und dann werde ich einfach mal gucken, was es hier noch so für Presets oder für Vorgaben für den Weißabgleich gibt. Da könnt ihr hier oben raufklicken und dann seht ihr hier verschiedene ja, Vorgaben, wie man den Weißabgleich einstellen kann. Das Ganze kann man natürlich auch völlig manuell machen hier mit den beiden Reglern, aber ich probiere jetzt einfach mal aus, wenn ich jetzt hier auf Bewölkt klicke, dann, ja, dann seht ihr schon, wird das ganze Bild wesentlich wärmer. Und das Ganze kann man jetzt noch auf die Spitze treiben, indem man auf Schatten klickt. Dann sollte das Bild noch wärmer werden. Ja, und es ist ja so ein Sonnenuntergang gewesen. Von daher gefällt mir dieser wärmere Look hier eigentlich ganz gut, weil die Sonne war hier wirklich richtig schön orange im Hintergrund. Jetzt ist natürlich hier oben der Himmel schon etwas sehr, ja, sehr lila, rosa geworden. Dem können wir so ein bisschen entgegenwirken, indem wir hier einen Verlaufsfilter nehmen. Mit gedrückter Alt-Taste setze ich das Ganze hier mal zurück. Und werde den Ganzen so ein bisschen Blauton zurückgeben, vielleicht sogar die Belichtung etwas runtersetzen, um so einen schönen Farbverlauf hier noch reinzubekommen. Und dann ziehe ich den einfach von hier oben so ein bisschen runter. Ja, und dann seht ihr, jetzt haben wir einen richtig schönen Verlauf von Blau nach Orange. Das gefällt mir so gut, deswegen klicke ich jetzt hier auf Fertig, bin aus diesem Menü wieder raus und gehe jetzt hier weiter nach unten, ganz nach unten, ne, nicht ganz nach unten, aber zumindest zu den Details. Werde mein Bild schärfen auf den Standardwert von 80, den ich immer habe. Das ist einfach mein Standardwert, weil ich damit relativ gut fahre bei allen Bildern, die ich so produziere.
Mit gedrückter Alt-Taste kann man das Ganze jetzt hier auch wieder etwas ausmaskieren. Das heißt, ich schärfe das Bild nicht an jeder Stelle, sondern nur da, wo ihr jetzt bei gedrückter Alt-Taste die weißen Flächen im Bild seht. Das heißt, ich schärfe mehr die Kanten und so Sachen wie den Himmel, der halt eine reine Fläche ist, ohne irgendwelche Details drin, den müssen wir halt nicht schärfen. Da entsteht halt nur Rauschen. Dann werde ich auf jeden Fall die Profilkorrektur noch aktivieren. Ihr seht, das Ganze entzerrt sich noch etwas und wird etwas heller an den Seiten. Chromatische Aberration entferne ich immer. Das schadet auch nie, den zu aktivieren, das Kästchen. Und so gefällt mir das Bild schon ganz gut. Vielleicht setzt man noch so eine ganz kleine Vignette außenrum. Das heißt, ich dunkel die Ecken etwas ab vom Bild, um den Betrachter einfach etwas mehr in die Mitte vom Bild zu lenken. Ja, so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Jetzt kann man natürlich noch ein gewisses Feintuning am Bild machen, aber ich möchte euch ja jetzt mal zeigen, wie man so ein Preset anlegt. Und ein Preset bedeutet ja immer, oder für mich bedeutet das zumindest immer, dass es ja ein Einstiegspunkt ist für die spätere Bearbeitung. Also ich erstelle Presets, um einen großen Berg von Bildern zumindest eine Standardbearbeitung zu geben. Und dann kann ich in jedes einzelne Bild nochmal reingehen und noch gucken, ob es noch weitere Bearbeitungen nötig hat. Aber ich möchte es bei dieser Standardbearbeitung jetzt hier erstmal lassen, das, was ich eigentlich bei allen Bildern mache. Da ist eigentlich schon der Farbverlauf im Himmel schon zu viel. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie man das Ganze jetzt abspeichern kann als Preset. Und dazu geht man hier oben jetzt hier in das linke Fenster in die Vorgaben. Und hier seht ihr auf der rechten Seite so ein Plus. Und da klickt ihr einfach mal drauf und dann seht ihr schon neue Entwicklungsvorgabe. Ja, oder auf Englisch auch einfach Preset. Ja. Und jetzt können wir dem Ganzen hier einen Namen geben. Ich gebe einfach mal ein Standard Preset. Jetzt kann ich hier das Ganze noch in einen Ordner verschieben. Ich habe mir hier so ein paar Ordner angelegt, um einfach so ein bisschen die Übersicht zu wahren. Ich werde jetzt hier einfach aber mal sagen, das kommt in die Benutzervorgaben. Das ist, glaube ich, auch der Standardordner, den Lightroom anlegt. Und jetzt können wir hier unten selber entscheiden, welche Einstellungen überhaupt in dieses Preset übernommen werden. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel hier den Verlaufsfilter im Himmel, habe ich ja hier angewendet. Allerdings sage ich jetzt, ich will den eigentlich in meinem Preset gar nicht drin haben, weil es kann ja auch Bilder geben, wo ich gar nicht blau hinzufügen möchte. Und deswegen kann ich jetzt einfach hier den Verlaufsfilter deaktivieren und dann wird dieser Verlauf auch nicht in das Preset mit übernommen. Wir werden es gleich mal sehen, den Radialfilter nehme ich ja auch raus. Und jetzt klicke ich einfach mal hier auf Erstellen. Und jetzt seht ihr hier unten Standard Preset in den Benutzervorgaben, also in diesem Benutzervorgaben-Ordner. Standard Preset, dieses Preset wurde jetzt erstellt. Und wenn ich jetzt mein ganzes Bild mal auf Zurücksetzen klicke, das heißt, diese ganze Bearbeitung, die ich gerade eben gemacht habe, ist jetzt wieder weg und alle Regler sind wieder auf Standard, dann kann ich jetzt einfach hergehen und hier in den Vorgaben auf Standard Preset klicken und flop, die ganze Bearbeitung, die ich gerade eben gemacht habe, ist wieder da, außer dieser Verlaufsfilter, denn den habe ich, wie gesagt, aus dem Preset ausgeschlossen. Den kann ich jetzt natürlich in meiner Bearbeitung, die ich dann danach noch mache, wieder einfügen, indem ich einfach auf das Verlaufsfilter-Werkzeug wieder klicke und ihn wieder einfüge. Aber wie gesagt, ich möchte damit viele Bilder bearbeiten. Und in manchen Bildern brauche ich diesen Verlaufsfilter halt nicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel reingehe in ein anderes Bild, was etwas dunkler ist, da werden wir diesen Verlaufsfilter wahrscheinlich nicht brauchen. Ich klicke jetzt auch einfach mal hier auf Standard Preset und dann seht ihr gleich, genau, jetzt, wie dieses Preset angewendet wird. All diese Einstellungen genau mit den gleichen Werten wie gerade eben auch. Da das Bild aber insgesamt viel dunkler aufgenommen wurde, ist das Bild auch nach dem Preset natürlich viel dunkler. Das kann ich jetzt natürlich noch aufhellen hier, indem ich einfach den Wert für die Belichtung nach oben drehe. Sollte man natürlich nicht übertreiben, aber ihr seht einfach, diese Einstellungen, die man machen kann, diese Presets, die man abspeichern kann, die erlauben einem mit einem Klick dann ja eine gewisse Arbeit zu erledigen, wo man sonst halt ein paar Minuten einfach gesessen hätte. Und das könnt ihr natürlich mit ganz verschiedenen Sachen machen. Ihr könnt Presets dann anlegen für verschiedene Looks, für verschiedene Farbgebungen, die ihr erstellt oder für Schwarz-Weiß-Konvertierungen. Da sind wirklich unendlich viele Möglichkeiten, die man da nutzen kann, um so ein Preset zu nutzen.
Ihr könnt ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert, ob da zu diesem Thema mehr Videos kommen sollen. Wie gesagt, das macht das ganze Arbeiten in Lightroom wesentlich einfacher und effizienter. Das ist ja der große Punkt. Wenn man viele Bilder hat, dann will man effizient arbeiten und Presets helfen dabei ungemein. Ich werde jetzt das ganze Bild hier nochmal in der Vollansicht euch präsentieren. So sieht das ganze Bild dann mit dem Preset aus. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Wünsche, Anregungen und so weiter, postet es unten in die Kommentare. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, und wenn ihr die RAW-Datei, wie gesagt, kostenlos haben wollt in Zukunft, dann abonniert den Newsletter. Ich würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!